Kapitel 30. Lee Grant machte sich in sein Auto bequem, das ihn fortbringen würde, von der Farm, wo man ihn aufgenommen hatte, nachdem er von zu Hause fortgelaufen war. Er hatte sich verirrt, und um nichts in der Welt hatte er hier landen wollen. Er betrachtete den staubigen Platz vor der Scheune, die hässlichen Furchen aus getrocknetem Schlamm, wo die Traktoren und Anhänger ihre Spuren hinterlassen hatten. Er starrte auf die baufällige Scheune, die abblätternden Farbe an dem verwirrten Haus. Bilder, die ihm völlig fremd sein sollten. Aber das waren sie nicht. Luke schluckte. Noch gelang es ihm nicht ganz, in seiner neuen Identität zu denken. Es war zu früh, zu schwer, jetzt wo seine Schultern noch die Wärme von Mutters letzter Umarmung empfanden. Er sah auf seine Hände hinab, die zusammengepresst in seinen Schoß lagen. Auf der schicken brandneuen Hose schienen sie schon jetzt jemand anderen zu gehören. Keine geflickten Blutjeans und abgelegenen Flanenhemden von Matthew mehr für ihn. Im Kofferraum hatte er einen ganzen Koffer mit genau der Art von Edelgarderobe, über die er vor Monaten noch gelacht hatte. Seine Kleidung war ihm egal, aber er wünschte, sie hätten ihm wenigstens seinen Namen gelassen. Doch Jens Vater war stolz darauf gewesen, dass Luke zumindest die gleichen Initialen behielt. Bei einer so eiligen Geschichte ist es ein Wunder, dass du nicht auf Alphosis Xerxes gelandet bist, prahlte er in dem Brief, den er am Vorabend vorbeigebracht hatte. Er hatte so getan, als wollte er Lukes Eltern bitten, die Weide zurückzuschneiden, weil ihre Äste auf das Grundstück der Talbots raten. Der echte Lee Grant war ein Baron. Er war am Tag zuvor bei einem Skiunfall ums Leben gekommen. Seine Eltern wollten mit Luke nichts zu tun haben. Zu schmerzhaft, hatte Jens Vater gemeint. Aber sie hatten sich bereit erklärt, den Namen und die Ausweiskarte ihres Sohnes zu spenden. So wie die Menschen früher Herzen und Nieren gespendet hatten. Irgendeine geheime Gruppe, die Schattenkinder unterstützte, hatte das Ganze arrangiert. Außerdem hatte sich die Gruppe bereit erklärt, Lukes ganzjährigen Aufenthalt in einer Privatschule zu finanzieren. Offiziell war sein Wechsel mitten im Trimster eine Strafe für das Weglaufen. In den alten Büchern oben auf den Dachboden hatte er von solchen Internatsschulen gelesen. Es schien eine merkwürdige Art von Leben zu sein, ohne Familie, aber gleichzeitig war er froh darüber, dass er nicht vortäuschen musste, ein fremdes Elternpaar zu lieben. Nun sah Luke zu der Veranda seiner Familie zurück, wo sich Mutter, Vater, Matthew und Mark versammelt hatten und winkten. Der Vater und Matthew sahen grimmig drein, während Mark nur ein ernstes Gesicht machte. Was selten genug vorkam, aber der Mutter liefen die Tränen über das ganze Gesicht. Sie hatte auch an jeden Abend geweint, als Luke seinen Eltern alles erzählte. Er hatte mit seinem ersten Besuch bei Jane angefangen und seine Mutter hatte sofort geschimpft. »Oh Luke, wie konntest du nur? Die Gefahr, ich weiß, dass du einsam bist, aber versprich mir, Schatz, dass du das nie wieder...« »Das ist noch nicht alles«, sagte Luke. Den Rest erzählte er, ohne sie anzusehen, bis er zu dem Ende kam und seinen Entschluss, falsche Papiere anzunehmen. Dann machte ihr Schlutznis ihm unmöglich, länger wegzusehen. Sie war in Tränen aufgelöst und völlig verzweifelt. »Nein, Luke, das kannst du nicht machen«, schluchzte sie. »Weißt du denn nicht, wie sehr du uns fehlen würdest?« »Aber Mutter, ich will doch gar nicht gehen«, sagte Luke. »Es ist einfach so, dass ich gehen muss. Ich kann mich nicht für den Rest meines Lebens auf den Dachboden verstecken. Was passiert, wenn ihr beide euch nicht mehr um mich kümmern könnt?« »Aber ich will ihnen doch nicht zur Last fallen. Ich will auch etwas mit meinem Leben anfangen. Herausfinden, wie ich anderen dritten Kindern helfen kann.« Einfach alles, was ihm vorschwebte, klang schlichtweg albern. Um es seiner schluchzenden Mutter zu erzählen. Also sagte er kleinlaut, »einfach in der Welt etwas Besseres bewirken.« »Ich will ja gar nicht sagen, dass es unmöglich ist«, sagte die Mutter, »aber das hat noch viele Jahre Zeit. Wir werden schon einen Weg finden, um die falschen Papiere zu besorgen, wenn du erwachsen bist, irgendwie.« Sie sah Lukes Vater an. »Sag du es ihm, Harlan.« Der Vater seufzte tief. »Der Junge hat recht. Er muss jetzt gehen, wenn es möglich ist.« Luke sah, wie schwer ihm diese Worte fielen. Dennoch versetzten sie ihm einen Stich. Vielleicht hatte er insgeheim ein wenig gehofft, seine Eltern würden ihm verbieten, vorzugehen, würden ihn auf den Dachboden einschließen und ihn für immer als ihren kleinen Jungen behalten. »Ich habe mich mal ein bisschen umgehört. Ganz unauffällig. Wollte mal sehen, ob irgendjemand je davon gehört hat, dass ein drittes Kind ganz normal leben kann. Hier in der Gegend geht das nicht«, sagte der Vater. »Wie ich das sehe, kriegt er diese Chance nicht noch einmal.« Luke wandte sich wieder seiner Mutter zu, weil es ihm zu schwer fiel, seinen Vater beim Sprechen anzusehen. Aber das leidvolle Gesicht der Mutter war noch schlimmer. »Dann haben wir wohl keine Wahl«, murmelte sie. Das war vor 2 Tagen gewesen. Seitdem hatte sie sich bei ihrer Arbeitsstelle krank gemeldet und war zu Hause geblieben, wo sie jede Sekunde mit Luke verbrachte. Sie hatten Brettspiele und Karten gespielt, aber immer wieder hatte die Mutter mit »Weißt du noch?« oder »Ich weiß noch« unterbrochen.
die Laute, die er als Baby von sich gegeben hatte, seine ersten Schritte, die Freude, als er das erste Mal die Erde entdeckte, in jedem Frühjahr, als er 2 war, seine erste richtig gehackte Ackerei, die Armlänge Zucchini, die er selbst gezogen hatte, die gute Nachtgeschichten und Gespräche beim Zubettgehen. Er wusste, dass sie ihn mit Erinnerungen anfüllte für die Zeiten, in denen er niemanden haben würde, mit dem er über seine Kindheit reden konnte. Aber es war schwer, ihr zuzuhören. Er wünschte, sie könnten einfach ihre Monopoly-Figuren weiterrücken und so tun, als laufe ihnen die Zeit nicht mehr davon. Aber dieser Morgen war nur allzu schnell gekommen. Chens Vater war in seinem schicken Wagen vorgefahren und herausgesprungen, um Lukes Eltern die Hand zu schütteln. »Mr. Garner, Mrs. Garner, haben Sie vielen Dank, dass Sie das Eintreffen dieses Jungen gleich gemeldet haben. Soweit ich weiß, haben sich seine Eltern fast zu Tode geängstigt.« Er drehte sich zu Luke um. »Das war verantwortungslos und leichtsinnig von dir, junger Mann. Nur gut, dass du wenigstens daran gedacht hast, deinen Ausweis mitzunehmen. Ich nehme an, du weißt, dass die Bevölkerungspolizei zuerst schießt und hinterher die Fragen stellt.« Er klopfte Luke auf den Rücken und ließ dann die Hand sinken, um ihn etwas in die Tasche zu stecken. Luke fasste hinein und berührte die harte Kante einer Ausweiskarte. Seiner Ausweiskarte. »Müssen wir jetzt schon mit dem Verstellen anfangen?« flüsterte Lukes Mutter, der die Tränen bereits in den Augen standen. Chens Vater nickte streng mit dem Kopf und klopfte auf seine Brust herum, als suche er nach einer verborgenen Jackentasche. Seine Lippen formten das Wort »Wanze«. Als Lukes Eltern verstehend mit dem Kopf nickten, hörte er auf zu klopfen und zog ein amtliches aussehendes Schreiben heraus. »Ach, hier sind sie ja. Deine Reisepapiere. Deine Eltern schicken dich auf die Hendrix-Schule für Jungen. Und wenn du dich dort nicht zusammenreißt...« Jens Vater warf ihm einen strengen Blick zu, der gleichzeitig irgendwie sein Mitleid ausdrückte. Mutter räusperte sich, »dürfen wir den Jungen zum Abschied umarmen? Wir haben ihn recht lieb gewonnen in der Zeit, die er bei uns war.« Jens Vater nickte, und dann schlossen beide Eltern Luke fest in die Arme und ließen ihn wieder frei. »Und jetzt sei ein guter Junge, hörst du?« Luke wusste, dass sie sich bemühte, munter zu klingen, so wie sie mit dem Sohn einer anderen Mutter sprechen würde, der ausgerissen war. Aber er brachte beim besten Willen keine scherzhafte Erwiderung zustande. Er nickte nur und musste heftig blinzeln. Dann stolperte er zum Wagen hinüber und versuchte lieb zu sein. Chens Vater ging um den Wagen herum und glitt auf den Fahrersitz. Er ließ den Motor an und fuhr los. »Du hast wirklich Glück, einen so hochbezahlten Chauffeur zu bekommen«, meinte er. »Wenn ich nicht ein enger Freund vom Cousin deines Vaters wäre...« Luke wusste nicht genau, ob sich hinter diesen Worten eine Nachricht verbarg oder ob Chens Vater für die Wanze einfach darauf losredete. Er konnte das jetzt nicht ergründen, beschloss er. Er sah zu seiner heftig winkenden Familie zurück, bis er sie aus den Augen verlor. Schon bald passierte der Wagen die Rückseite der Scheune und die dahinterliegenden Felder. Ein Anblick, den Luke noch nie gesehen hatte, obwohl er sein ganzes Leben lang in 100 Meter Entfernung verbracht hatte. Trotz der nagenden Furcht in seinem Bauch und dem jetzt schon einsetzenden Trennungsschmerz fühlte er eine gespannte Erwartung in sich aufsteigen. Es gab so viel zu sehen. Das musste er Jen erzählen. Jen, der Kummer, dem er seit Tagen ausgewichen war, übermannte ihn wieder. »Ich tue das auch für dich, Jen«, flüsterte er so leise, dass es bei dem Motorgeräusch weder für ihn, für ihren Vater, noch für die Wanze zu hören war. »Irgendwann, wenn wir alle frei sind, alle dritten Kinder, werde ich ihnen von dir erzählen. Sie werden Denkmäler für dich errichten und Feiertage nach dir benennen. Es war nicht viel, aber es half. Ein wenig.« Solange er konnte, blickte Luke zur Farm zurück. Hinter der spärlichen Baumreihe sah er gerade noch das Dach von Jens Elternhaus. Und dann, so schien es, war in Windeseile alles Vertraute am Horizont verschwunden. Lee Grant drehte sich um zu sehen, was vor ihm lag.